Senators. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Krach. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. So werden die Rockets in dieses Spiel gehen. Im Tor steht Jan Oblak. Kevin De Bruyne steht neben Bernardo Silva in der Mitte. Und Robert Lewandowski spielt im Sturm mit Diego Forlan. Platz auf außen für Ballas. Gefährlich jetzt. Er hält, aber doch ist die Chance nicht vorbei. Oh, das gibt der Elfmeter. Gibt ein Elfmeter. Und noch die gelbe Karte oben drauf. Anlauf von Lewandowski. Nicht der Treffer. Da haben wir schon deutlich bessere Strafstöße gesehen. Ja, das war nichts. Das weiß er auch. Sehen Sie jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Gibt Einwurf. Kötschi. Das macht er gut. Die Rockets jetzt in der Offensive. Und jetzt Lewandowski. Könnte die Führung werden. Chancenverwertung durch kein Tor. Ja, ja, aber es ist abseits, Wolf. Kein Grund zur Aufregung, nichts passiert. Korrekte Entscheidung natürlich hier von den Parteien. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Macht er die Führung. Da wäre das Tor fast gefallen, aber Jan Oblak macht zu aus dieser Entfernung. Ecke kommt von Kimmich. Der Kopfball, tolle Chance. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Kevin De Bruyne dürfte auch heute wieder eine sehr wichtige Rolle spielen. Er hat eine unglaubliche Schusskraft. Umso wichtiger, dass sie ihm erst gar nicht die Möglichkeit geben, abzuziehen. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Schwacher Ball. Ja, setzt sich schön durch. Kann was werden. Oh, daneben. Bernardo Silva. Ballbesitz Lewandowski. Zurück auf Lewandowski. Diego Forlan. Es bleibt gefährlich. Kevin De Bruyne. Lewandowski jetzt. Sie blockt ab, aber die Szene geht weiter. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Dann kommt der Volley. Die Situation perfekt gelesen. Die Technik stimmt. Da ist alles drin, was du brauchst. Präzision, Druck. Einfach nur gut gemacht. Nicht abgepfiffen nach diesem Foul. Gibt erstmal Vorteil. Fairer Einsatz hier. Die Rockets kommen. Binnen weniger Minuten und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Da sehen wir den Treffer nochmal. Ja, alles genau richtig gemacht. Ja, den Ball kannst du doch nicht mehr halten. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Dembélé. Sehr ruhig. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Der Ball jetzt bei Karim Adeyemi.
aber Szene geht weiter. Abseits, Fahne geht hoch, aus der Szene war es nichts. Und wir haben gesehen, warum nicht? Das ist zu statisch im Strafraum, zu wenig Bewegung. Und dann kommt sowas bei raus, das müsst ihr besser machen. Adeyemi, da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Naja, das ist abseits, der Pass kommt zu früh, aber den Pass müssen sie auch eigentlich noch gar nicht spielen. Ja, ich glaube, gleich wären alle wieder raus gewesen aus dem Abseits, da waren sie zu ungeduldig. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Lewandowski! Drin ist der Ball. Führung beträgt jetzt schon 3 Tore. Sie legen noch einen drauf, wollen hier gar nichts mehr anbrennen lassen. Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Weiter geht's in diesem Moment. Bislang guter Auftritt der Rockets. Im Moment liegen sie klar vorne. Irene Paredes. Morgan mit dem Ball. Verlauf kommt jetzt das Abspiel. Dembélé, ganz sichere Parade. Da zeigt er seine ganze Klasse. Super Parade. Dembélé. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Gehalten, da zeigt er sein Können. Es wird eine Auswechslung geben. Schau noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann geht er natürlich rein. Das ist eine Distanz, da kannst du, ja, ehrlich gesagt, fast nicht mehr daneben schießen. Diego Forlán. Das sah nach einem Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Riyad Mahrez. Also aus. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Voilà. Der Befreiungsschuss.
Fehlschlag von der Markus Bisli. Guter Ball, aber auch gute Parade. Zu statisch, sehe ich auch so. Wir müssen mehr rausmachen. Drei Minuten sind es noch. Sieht vielversprechend aus. Oh, das könnte was werden. Da ist die Flanke. Es ist nicht zu fassen. Ausgleich. Was für eine Partie. Das Spiel wog hin und her, aber klar, im Moment haben die hier alles im Griff. Und das nach drei Toren Rückstand. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. Zwei Minuten sind es noch. Jetzt Lewandowski. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Jetzt gibt es Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit haben wir noch keinen Sieger. Durchgang. Eine Hälfte haben wir noch in der Verlängerung. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte der Verlängerung ist gestartet. Den Ball holt er gut verteidigt. Robertson ist da.
Senators holen sich hier den Ball. Bernardo. Da ist voller. So fangen sie den Angriff früh an. Sehr gut. Oha, ein Foul von ihm. Dabei hat er schon Gelb gesehen. Und 7 Minuten sind es hier noch. Bernardo Silva. Schiedsrichterin lässt weiterspielen. Vorteil. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Bernardo! Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Könnte der Ausgleich werden? Gerade Oblak, weiter geht's. Der Ball wurde gut weggefaustet. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Knapper Sieg am Ende. Und das war schon... heute auf ein spannendes Spiel. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Gut den Ball verteidigt. Das ist die Aufstellung der Rockets. Kurz am Weg auf die Formation geschehen. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt es auch noch. 2 Viererketten. Und vorne 2 Stürmer. Bernardo. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Startaufstellung der Gäste. Ronald Araujo spielt mit William Saliba in der Abwehr. Bernardo Silva steht mit Rafinha auf dem Flügel. Und Erling Haaland spielt im Sturm mit Lionel Messi. Mahrez. Da muss er hin und holt sich den Ball. Wird natürlich hier den Freistoß geben. Noch so ein Ding, dann gibt es die Karte. Klar, jetzt ist Zurückhaltung angesagt. Da trennt er ihn vom Ball. Thomas Rosinski ist das. Lewandowski. Ja, Mahrez. Starkes Tackling hier. Und den wissen wir ja, wenn der den Pass bringt, dann wird es gefährlich. Und jetzt der Schuss. Die Chance. Ah, oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Der Ball kommt nicht an. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Chance zur Führung. Ball abgefangen nach diesem Steilpass. So kann er aber nicht umgehen. Absolut gefährlich. Jetzt reicht eine Ermahnung nicht mehr aus. Sie waren gewarnt, aber sie kassieren trotzdem diese gelbe Karte. Da musst du dich mehr zurücknehmen, ist doch gar keine Frage, das war unklug. Bernardo. Mit etwas weniger Power geht der rein.
Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Bernardo Silva. Mahrez. Der Zug zum Tor. Thomas Rosicki. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Und jetzt Lewandowski. Gehalten! Die Situation wird erstmal geklärt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und jetzt Lewandowski. Ganz wichtig, da muss er hin. Das Tor aus kurzer Distanz, starke Aktion. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Jetzt Messi am Ball. Jetzt könnte die Chance entstehen. Stark vom Torhüter. Jetzt der Eckball. Muss Abschluss geben. Bernardo mit dem Ballverlust. Das macht er gut. Er versucht es ganz frech per Eber. Der Keeper macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig, unheimlich konzentriert. Stark gemacht. So fangen sie den Angriff früh an. Sehr gut. Das wäre die Chance für einen Konter. Alles bei Riyad Mahrez. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Reich wird hier ausgewechselt. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bringen. Jetzt Robert Lewandowski. Jetzt ist die Kugel weg.
Ball abgenommen. Bernardo. Zurück auf Messi. Guter Block, aber weiter aufpassen. So, Tor! Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel heute. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Könnte der Ausgleich sein. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Messi verlässt das Feld. Sie wechseln aus. Ecke kommt in die Mitte. Könnte in Konter gehen. Immer noch diese Szene. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Rüdiger. Das Foul an. Machen das sehr gut hier im Spielaufbau. Sie stören früh, da ist der Ball. Thomas Schosinski. Ausgleich in dieser Schlussphase. Da sind sie wieder. Und das, obwohl sie nur noch zu 10 sind. Aber sie geben dieses Spiel nicht verloren. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Schön, wie Lewandowski da hingeht. Wie wird er jetzt hier entscheiden? Der Befreiungsschlag von der Marcus Beasley. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Lewandowski jetzt am Ball. Spät, kommen Sie doch mal. Nach wie vor heißt es hier unentschieden, aber vielleicht geht doch noch was. Oh, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Schicht für die Spieler. Wir gehen in. Jetzt müsste die Müdigkeit auch verdrängen. Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Gutes Tackling. Und jetzt Lewandowski. Machen Sie jetzt gut. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Geo! Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Rüdiger. Ball bei Bernardo Silva. Und Lewandowski. Das ist Lewandowski. Zurück auf Lewandowski. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Kane, was machen Sie draus? Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Das war kein Problem für den Torhüter. Stand gut beim Freistoß und hält ihn sicher. Jetzt die Ecke. Vielleicht geht da was. Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stürmen. Kein Problem, ganz sicher. Das wird die nächste Ecke geben. Schlechte Hereingabe, bleibt hängen.
angezeigt. Eine Minute. Geht gut dazwischen. So, Schlusspfiff in Durchgang 1 dieser Verlängerung. Die Hochparteiische pfeift an. Durchgang 2 in der Verlängerung läuft. Hätte Kane vielleicht die Lücke, aber damit haben sie doch keine echten Probleme. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Auch hier steht der Gold richtig, der kann den Schuss blocken. Gute Parade. Wenn sie aus der Ecke was machen, könnte das die Führung und fast schon der Sieg sein. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Und 7 Minuten sind es hier noch. Kane geht vorbei. Schön zugemacht. Und Lewandowski. Bekommen Sie jetzt noch eine Chance. Starker Zug von Kulda. Möglicherweise rettet er damit das Unentschieden. Unmöglich. Lange zu spielen ist nicht mehr. Ecke in die Mitte. Immer noch gefährlich. Na, Roblaks Abwehr. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal, Leute. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden. Mit dem besseren Ende für den Torwart. Das ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet. Die Fans ärgern sich nach wie vor über diesen Platzverweis. Ja, auch jetzt noch am Ende dieses Spiels.